Okay. Oh mein Gott, das könnte aber schnell gehen. Also Arschbacken zusammenkneifen und gute Nacht. Na, das war aber souverän. So kommt man definitiv runter. Treibstofftanks. Also ich frag mich nur, dieser hier, ja. Ach so, ich muss ich hin. Okay. Ich muss das tatsächlich richtig schnell machen, ja? Ich muss einen Weg finden, das Ups. Benzin anzuzünden. Ich bin schon mal direkt durchgelaufen, ja. Da, alles voll. Was ist das? Ach so. Oh. Da kommt doch einer. Oh. So sollte es gehen. Feuerstahl. Das ist ja fast wie mit dem Feuerzeug. Sehr souverän. Oh, ich gehe mal kurz. Naja, eigentlich müssten meine Füße jetzt gleich eh auch noch brennen. Ich sollte vermutlich besser verstecken. Aber okay. Da ist es. Oh. Oh mein Gott. Ach du Schande. Lauf, Lara, lauf! Oh, ich muss, okay. Dann ist doch alles, alles kein Problem. Uhu! Das war knapp. Oh mein Gott. Ja, natürlich. Ja. Da ist jetzt ein bisschen was schiefgegangen. In der Form wollte ich das gar nicht. Die sollten mich abholen, nicht hier fast über den Haufen fliegen. Oh cool, einer hat überlebt. Der Pilot. Ich muss zu ihm. Ho, ho. Aha. Oh mein Gott. Ups. Vielleicht mit dem Haken nochmal an der Wand festhalten. Oh Mann, ja, ich habe mir das schon gedacht. Ich war ein bisschen zu schnell unterwegs. Lauf, lauf. Wo ist der Pilot eigentlich hingeflogen?
Oh mein Gott, das ist mir total entglitten, die Situation. Na, ganz toll. Und außerdem ist der Pilot tot. Ich meine, der hätte uns jetzt eh nicht mehr helfen können ohne Flugzeug, aber es wäre ja zumindest nett gewesen, noch einen weiteren Begleiter zu haben. Aber nein. Das wird uns nicht gegönnt. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier zu dem Lager und schauen uns das mal an. Wir haben ja neue Fähigkeitspunkte bekommen. Ich kriege es nicht aus dem Kopf. Ein Sturm aus dem Nichts, bei klarem Himmel, dein Flugzeug abstürzen lässt. Das ist irrational. Du weißt, dass es irrational ist, Lara. Es muss eine Erklärung dafür geben. Ich kenne sie nur noch nicht. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Etwas übersehen haben. Ich hätte den Himmel überprüfen müssen, einen anderen Landepunkt bestimmen. Ich war nicht vorsichtig genug. Ich habe nur ein bisschen zugehört jetzt. Sind sie tot? Ausweichkill sehe ich da gerade noch. Das kommt später. Aber okay, kommt später. Ja, Jäger-Upgrades oder Überlebens-Upgrades? Jetzt gucke ich gerade nochmal beim Jäger, was wir da noch... Ah, da haben wir auch nur eins, was wir nehmen könnten. Sie sind konzentriert, haben mehr Zeit mit dem Bogen zu zielen. Das wird dieser Schuss sein, den sie da ab und zu mal... Oder den sie da ja abfeuert, wenn ich zu lange halte. Ja, da bin ich mir jetzt noch nicht sicher. Das nervt zwar, aber so schlimm finde ich es auch wieder nicht. Hier zusätzlich, also entweder zusätzliches Bergungsgut oder sammeln Sie zusätzliche Belohnungen beim Plündern von Tierkadavern und Lebensmitteltruhen. Ich weiß natürlich nicht, was die Belohnungen sind. Was gäbe es denn hier noch? Sehe ich gerade. Plünderung. Finden Sie bei toten Feinden versteckte Taschen, um zusätzlich Munition zu erhalten. Achso, das war ja das. Ja, aktuell habe ich das Gefühl, geht's ganz gut mit der Munition. Deswegen würde ich auf Tierkadaver gehen. Diese zusätzlichen Belohnungen da. Und ich möchte auch eigentlich ganz gern mal so ein bisschen mehr noch Tierkadaver oder Tiere erlegen. Von daher schauen wir auch direkt Lara, mal weiter. Oh Gott. Was zum Teufel ist passiert? Ich mich erschrocken. Dieser Sturm, er kam aus dem Nichts. Die Wolken haben das Flugzeug eingehüllt. Lara, hör zu. Ich habe den Absturz gesehen. Du musst also in meiner Nähe sein. Komm einfach nur zu mir. Okay. Bin unterwegs. Komm einfach nur zu mir. Ach so, ja, okay, dann komme ich. Sagt immer noch nicht, wo er ist. Mal irgendwie so ein Anhaltspunkt wäre ja schon cool gewesen. Oh. Tada. Oh nein. Hier drüben! Innen ihrer Flanke! Oh mein Gott. Was sind das für wilde Tiere? Das gibt's doch gar nicht. Die wissen doch noch gar nicht, wer ich bin. Ich habe mich nicht vorgestellt, gar nichts. Nein, da wird man direkt abgeschlachtet. Ah, oh, die habe ich. Okay, es zählt. Hier drüben! Greife von der Seite an! Bleib weg!
Ein Seil. Okay. Ach so. Ah, das ist ja cool. So, da hätte ich denen jetzt ihre... Aha, so hätte ich die also auch töten können. Ups. Also das Ganze ermöglicht mir jetzt ein paar alternative Wege, um zu töten anscheinend. Das ist ja eigentlich auch ganz nett. So. Okay, also so geht's auf jeden Fall weiter. Kann ich nochmal zu den zwei, die ich gerade erschossen habe, wenigstens mal kurz plündern. Ob ich da hochkomme? Ja, ich komme. Cool. Ach, das wollte ich nicht. Dieses Ding anmachen. Aber Pfeile sind auch voll. Na, das hat sich ja jetzt nicht so gelohnt, würde ich mal behaupten. Aber egal. Aha, da passiert auch mal gar nichts. Okay. Das könnte ein guter Punkt zum Einhaken sein. Ah, jetzt verstehe ich. Ja, cool. Also so kann ich mir dann auch, kann ich dann auch ein paar Hindernisse überqueren. Das ist doch schon mal ganz nett. Pfeile habe ich ja noch genug. Hier komme ich nicht hoch. Aktuell zumindest. Na gut.
klappt jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Ich hätte mir da direkt rüberschießen sollen, nicht auf diese Seite hier. Aber okay. Oh, da reißt dir eine ganze Tür raus. Hallo? Jetzt macht es auch automatisch die Fackel, Mann. Ups. Da leuchtet's blau. Ach, das ist ja hier mein Kumpel. Wie gut, dass wir da raus sind. Kann man wohl sagen. Es sah so gut aus. Und dann war da dieser Sturm. Er kam aus dem Nichts. Es war nicht deine Schuld. Ich habe sie hergerufen, Ross. Hey, wir finden einen Weg. Mayday, Mayday. Hier, Co-Pilot Chester von Flugzeug N177A. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Ich wurde schwer verletzt und brauche dringend Hilfe. Ist da jemand? Captain Jessop, hören Sie mich? Ich habe ein Rauchsignal entzündet, bitte. Verdammt, er hört mich nicht. Ich muss zu ihm. Nein. Da ist sein Signal. Wir müssen uns um unsere Leute kümmern und uns sammeln, wenn wir Sam wieder haben. Ich kann ihn doch nicht einfach im Stich lassen. Ich gehe jetzt zu ihm. Manchmal ist es notwendig, Opfer zu bringen. Du kannst nicht jeden retten. Ich weiß, was es heißt, Opfer zu bringen. Nein, das waren Verluste. Opfer zu bringen ist deine Entscheidung. Verlust passiert dir einfach. Ich habe entschieden, ihn nicht sterben zu lassen. Und mich fragt keiner? Naja, wir gehen erstmal ins Lager, würde ich sagen. Sollen wir noch was für die Pistole machen? Größeres Magazin auch wieder. Hier könnte ich den Schaden nochmal erhöhen. Das finde ich eigentlich ganz gut, dass wenn ich die Pistole schon benutze, dass ich möglichst effektiv bin. Okay. Ansonsten glaube ich, lasse ich den Rest erst nochmal.